Mahlzeit. Mahlzeit. Keiner da? Nö, ich stehe hier schon ein paar Minuten, aber kommt keiner. Ich habe schon gestellt. Mhm. Keine Ahnung. Oh. Da hat wohl jemand fluchtartig den Laden verlassen. Hat wohl keine Lust. Dann mache ich das heute mal. Ja? Klar. Kann ich wieder? So, schöne Currywurst. Die ist gleich fertig. Entschuldigung, ich warte gern. Hallo, darf ich fragen, wer Sie sind? Hallo, ich bin der Svenny. Ich bin heute hier der neue Bratwurstbrater. Ich glaube nicht. Entschuldigung, wo ist meine Mutter? Ihre Mutter? Ja, die Inhaberin hier. Naja, also, wir sind gerade reingekommen, ist keiner da und... Wie ist es keiner da? Mutti? Mutti! Hallo? Die Polizeikommissare Olaf Kretschmer und Melina Hoffmann folgen dem Notruf der Tochter. Die junge Frau hat inzwischen den ganzen Laden nach ihrer Mutter abgesucht. Hallo, guten Tag. Sie haben angerufen? Genau, Julie Kiesler. Kretschmer, hallo. Hallo. Ja. Hoffmann, Sie sind die Besitzerin. Nein, meine Mutter ist die Besitzerin. Ich bin ja. Die Tochter. Ja. Und ich bin hier heute Morgen hingekommen. Wir waren verabredet und ich sehe nur die beiden Herrschaften hier drin. Ja. Der Herr war auch noch so nett und hat sich hinter den Tresen gestellt und hat so getan, als wäre er ein Angestellter. Also, Sie kennen die beiden Personen nicht? Nein, überhaupt okay. Nicht. Also Sie sind wahrscheinlich Kunden, aber... Er ist, ist nicht angestellt. Weil nein, natürlich. Ja, weil er hat da eine Schürze an. Nein, ist er nicht. Ich wüsste, wenn meine Mutter einen neuen angestellt hat. Aber er hat auch gesagt, das soll ein Witz wohl gewesen ja. Sein. Gut. Aber im Endeffekt, meine Mutter ist nicht da. Die ist weg. Wie kommen Sie zu der Schürze? Naja, ich bin vorhin hier reingekommen und die lag hier auf dem Boden. Und dann haben Sie sich gedacht, ich heb die mal auf und zieh die mal an. Naja, es war keiner da und... Ja, dann geht man mal irgendwo rein und zieht eine Schürze an, oder wie? Und stellt sich dann dahinter. Ja, das sollte nur ein Spaß sein, also... Ein super Spaß. Haben Sie mal einen Ausweis für mich? Ja. Die Beamten machen dem Kunden klar, dass er nicht befugt ist, hinter die Theke zu gehen. Für die Ordnungshüter deutet alles darauf hin, dass die Mutter überfallen wurde. Das sieht ja auch nicht so normal verlassen aus. Nee. Das ist, da ist auch sonst mehr drin? Ja, natürlich. Ja. Ja. Und sie wird sie auch nie offen und, stehen. Der Herd, alles ist an und hier ist niemand. Also ich habe auch gerade schon geguckt, da ist auch niemand. Sie sagte, sie sei auch schon gucken gewesen. Ja, und ein bisschen komisch ist halt die vermutliche Blutspur. Also ich würde davon ausgehen, dass es Blut ist. Das ist hundertprozentig Blut, das ist ja kein Ketchup oder irgend sowas. Nee. Meine Mutter hat auch ihr Handy aus. Ich versuche sie die ganze Zeit schon zu erreichen. Ja. Geht sofort die Mailbox dran. Versuchen Sie es bitte genau, weiter. Versuchen genau. Sie noch mal anzunehmen. Ja. Ich würde sagen, dann auf jeden Fall die Spusi einmal informieren. Ja. Das KK. Ja. Kriegen wir hin. Nichts aus. Ja, gut. Egon für Sie versuchen Egon 14, trotzdem bitte weiter die, ihre Mutter anzurufen. Ja. Ja, wir haben hier also vielleicht geht's nicht. Ich hätte noch Blutspuren ja. Auf dem Fußboden. Meine Mutter hat wir würden ganz gerne die Spusi hierher haben. Ach, wir die haben vielleicht die ist die vielleicht war. Ja, ja, gerne. Ist die an? Der Kollege, ich rufe den Kollegen einmal dazu. Ja, ich hole schon mal. Olaf. Ja, das wäre ganz nett, wenn du noch einen Wagen herschicken könntest. Die Dame hat eine Überwachungskamera. Da können wir vielleicht was drauf sehen. Ja, war an. Danke. Ja. Ich spüre mal zurück. Ja. Ja. Sag mal, ungefähr. Genau, so dass man das so sehen kann. Gucken wir mal. Also da ist ja noch alles leer. Da ist noch alles leer, ja. Aber das müsste ja ungefähr ein paar Minuten sein, bevor die Dame sagt, sie kam rein. Da, da ist das meine Mutter. Das ist ihre Mutter. Ja, genau. Mhm. Okay, dann war sie noch da. Gut. Das ist ganz normal. Keine Gäste? Nee. Ja, hat aufgebaut. Ja, das ist auch von heute, ne? Ja, ja. Der kommt auf jeden Fall. Da kommt er noch rein. Was ist das denn? Den kennen Sie nicht? Was macht der denn jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Ach du Scheiße. Oh Gott. Also bei ihm sieht man ja auf jeden Fall schon mal deutlich das Gesicht. Das, genau, das ist für schon uns mal schon gut. Mal ganz gut. Bei dem anderen Herrn nicht. Der macht die Kasse leer. Kennen Sie den denn irgendwie? Haben Sie ihn irgendwo gesehen schon mal? Noch nie. Noch nie. Oh Gott, was macht... Oh, oh Gott. Ja, deswegen die Schürze auf dem Fußboden. Genau, da ist die Schürze. Beruhigen Sie sich, wir klären das alles auf. Aber versuchen Sie trotzdem, Ihre Mutter immer zwischendurch noch mal anzurufen. Melina Hoffmann entlässt jetzt die Kunden. Die Polizisten erfahren von der Tochter der Entführten, dass in der Kasse die Einnahmen der letzten Tage fehlen, etwa 500 Euro. So, Herr, wie Tag gesagt, noch. Bleiben Sie ruhig. Wir werden Ihre Mutter finden. Ja, bitte, bitte, bitte. Das gibt's doch nicht. Aber versuchen Sie trotzdem immer mal zwischendurch anzurufen. Vielleicht geht's ja darum. Was wollen Sie denn von meiner Mutter? Wir haben doch kein Geld, nichts. Das ist doch Quatsch. Hat sie denn irgendwie schon mal irgendwas in der Hinsicht geäußert, dass sie irgendwie bedroht wird oder nein, dass irgendjemand. Überhaupt nicht. Meine Mutter ist ein ganz friedlicher Mensch. Ja. Es ist aber. Ach nee. Hallo. Hallo, hey. Ja, hallo, stopp. Du denn? Hey. Stehen bleiben. Hey! Schuhe! Hey.
Der Laden ist geschlossen. Das ist meine Susanne. Wo ist die Susanne? Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin der Ex-Freund von der Susanne, ja. Genau, von ihrer Mutter. Gott sei Dank, Ex-Freund. Wieso? Ja. Gott sei Dank. Das ist kein unbeschriebenes Blatt, glaube ich. Also das ist nicht sei so ruhig, Kerl. Du hast doch gar keine Ahnung, Mensch. Ja, also meine Mutter hat sich vor ihm getrennt. Die Beleidigungen lassen wir jetzt auch mal sein. So, und Sie machen jetzt was hier? Da liegst du. Meine Ex-Freundin, die Susanne. Ich will mit ihr mal kurz reden. Ja, genau. Ja, das ist jetzt leider nicht möglich. Mich verlässt niemand zu stellen, das verspreche ich Ihnen. Ne? Die blöde Kuh, die kann mich mal. Vielleicht ist sie bei ihrem neuen Stecker irgendwo da keine Ahnung. Ja, jetzt guck dir mal bitte die Statur an. Der sieht genauso aus wie der zweite. Der, den wir nicht mit dem Kaffee zum Pullover. So ein bisschen die Statur. Ja, das könnte schon gleich sein. Ich habe ein bisschen Bier getrunken, vielleicht noch. Wer weiß. Tut mir leid. Ein bisschen getrunken. Ja. Ich würde den einfach machen. Wollen wir zur Wache nehmen? Was für eine Statur? Zur Wache nehmen? Ja. Haben Sie mal einen Ausweis für mich? Ausweis? Ja. Die Beamten ermitteln, dass die Vermisste sich vor 2 Wochen von ihrem Lebensgefährten wegen seiner Wutanfälle getrennt hat. Sie vermuten, dass der Mann seine Ex-Freundin mit einem Komplizen im Suff überfallen haben könnte. Oh, ja. Ja, gut. Haben Sie irgendwelche gefährlichen Gegenstände bei sich? Meine Autoschlüssel? Der Kollege durchsucht sie einmal zur Eigensicherung. Ja. Gut. Mein Dann einmal bitte Platz nehmen. Ich lege Ihnen jetzt erstmal keine Handfesseln an. Ja? Weil Sie verhalten sich ruhig, ne? Da hinten. Die Polizisten nehmen den betrunkenen Ex-Freund mit zur Wache. Dass er allerdings die Imbissbesitzerin in diesem Zustand entführt hat, ist unwahrscheinlich. Es muss einen anderen Täter geben. Kriminalhauptkommissar Hans Frendenberger und Kriminaloberkommissar Bora Aksu sehen sich das Überwachungsvideo an, um Hinweise auf die Entführer zu erhalten. Ein wichtiges Detail fällt auf. Das ist doch ein Schlüssel. Das schwarze könnte ein Schlüssel sein. Und das andere wahrscheinlich der Anhänger. Ja. Sicher. Ja, natürlich. Erkennen Sie das? Ja, natürlich. Das sind die Anhänger, die meine Mutter immer an die Angestellten verteilt. An die Angestellten? Wie viel gibt es davon denn? Also ich meine jetzt von diesen Schlüsselbonnen, wie viel gibt es davon? Boah, die hat sie mal ganz viele von gekauft. Das ist so eine Pommes-Tüte. Das ist, hat sie an jeden verteilt. Also ich weiß jetzt nicht, wer da alles einen hat, ehrlich gesagt. Wie viele Mitarbeiter gibt es denn da in dem Laden? Also momentan nur eine Aushilfe, das ist die Sabrina, aber... Der hat sich ja auch mal so verdächtig weggedreht, dass das ja sein könnte, dass der sich durchaus da auskennt. Moment. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist der Schlüssel? Hans, wie wertest du das jetzt? Ist das von ihm runtergefallen oder das ist das bei von ihm hier? Aus der Tasche gefallen, so habe ich das jetzt erkannt. Pass auf, ich spiele das jetzt Ganze nochmal ab. Guck, das hängt bei ihm an der Tasche, siehst du? Tatsächlich. Achso, der wollte ein Messer da gerade rausholen, ja, hast du gesehen? Ja, das hat Und dann ist der Schlüssel rausgefallen. Richtig. Die Kommissare erfahren von der Tochter, dass der Ex-Freund ihrer Mutter oft im Imbiss ausgeholfen hat und daher ebenfalls einen Schlüssel besitzen könnte. Mit dieser Information wollen sie den Mann unter Druck setzen. Ich versuche, meine Mutter weiter zu erreichen. Das wäre ganz gut. Hier, Emilia, vielleicht schaffen wir es auch irgendwie, dass wir eine Handyortung veranlassen können. Ja, ich rufe. Gucken wir, ob ein Staatsanwalt zu erreichen ist, dass wir da eine richterliche Anordnung bekommen. Noch eine Frage, ganz allgemein. Ist das schon mal irgendetwas in der Richtung vorgefallen bei Ihrer Mutter? Noch nie. Nee. Gar nichts. Danke.